Jo, Leute, kommt zu einer weiteren Folge auf dem Kanal. Wie jede Woche gibt es wieder am Sonntag die wöchentlichen Challenge von der nächsten Woche, Leute. Vorab möchte ich mich aber nochmal entschuldigen, dass ich in der letzten Woche keine Videos gekommen sind. Und ja, soll ich mal sagen, ich hoffe, euch gefällt das Video. Lasst auf jeden Fall ein Like, eine Pose-Wertung und ein Abo da, Leute. Und würde ich mal sagen, legen wir los. Wie jede Woche haben wir wieder 7 Challenges. Und zwar werde ich heute wieder die Woche 9 Challenges leaken. Und ja, wie schon gesagt, es gibt immer 4 leichte und 3 Anführungszeichen schwere Challenges. Und ja, ich würde mal sagen, dann beginnen wir gleich mit der ersten. Und zwar haben wir hier verursache Schaden mit explosiven Waffen an Gegner, Leute. Also wir sollen einfach mit einem Granatenwerfer, einem Raketenlauncher oder halt Raketenwerfer, Granaten, C4 und so weiter, Leute, Schaden verursachen. Ich glaube, das ist nicht wirklich schwer. Generell auch mit C4 kann man Leute wirklich extrem viel Damage ziehen, bisschen Damage verursachen. Also wird die Challenge nicht so wirklich schwer werden. Und ja, wenn ihr die Challenge geschafft habt, bekommt ihr 5 Sterne bzw. 500 XP. Dann kommen wir zur zweiten Challenge. Und zwar haben wir hier Suche Kisten Mosty Meyer, Leute. Das heißt, ihr müsst einfach nach Mosty Meyer fliegen und 7 Kisten dort suchen und dann öffnen. Und dann habt ihr die Challenge ja, geschafft, Leute. Wird wahrscheinlich eher wieder eine nicht mal so schwierige Challenge. Im Gegensatz zu Orten wie Risky Reels, was wirklich anstrengend war, Leute. Weil hier Mosty Meyer relativ groß ist. Und ja, auf jeden Fall wird die Challenge nicht so schwer werden wie bei Risky Reels. Wieder so eine Kistensuch-Challenge, die auch etwas wieder dauern wird. Aber wenn die geschafft hat, bekommt ihr 5 Sterne und 500 XP. Da kommen wir zur dritten Aufgabe, und zwar haben wir hier, benutze einen Einkaufswagen, Leute. Die Einkaufswagen sind derzeit noch aus dem Spiel draußen. Jetzt ist die Frage, ob die Einkaufswagen bis Donnerstag wieder ja, ins Spiel kommen. Falls nicht, wie diese Challenge auch geändert werden, Leute. Also, falls der Einkaufswagen am Donnerstag nicht oder bis Donnerstag noch nicht in Spiel reingegeben wurde wieder, dann wird diese Challenge auf jeden Fall auch geändert werden. Also, seid auf jeden Fall gespannt, was dann kommt. Und ja, wenn ihr den Einkaufswagen benutzt, also müsst ihr nur einmal benutzen, bekommt ihr 5 Sterne bzw. 500 XP. Da kommen wir zur vierten Aufgabe, und zwar müssen wir besuchen unterschiedliche Taco-Shops in einem Match. Taco-Shops sind diese Taco-Läden, die wirklich auf der ganzen Map verteilt sind. Es gibt welche in Retro, gibt es einen in Tille Tower, gibt es einen, ich glaube in Crazy Gross gibt es einen. Es gibt wirklich viele Taco-Shops. Und ja, ihr müsst einfach nur besuchen. Ich glaube, ihr müsst einfach nur reingehen oder irgendwie in der Nähe stehen, also vor dem Laden oder so. Und dann habt ihr die Challenge auch geschafft. Ihr müsst das wie gesagt in einem Match machen. Das heißt, ihr müsst 3 Taco-Läden, also vielleicht im Tille Towers, in Retail Ball und Greasy Grove, in einem Match besuchen. Und dann habt ihr die Challenge geschafft. Beziehungsweise bekommt 5 Sterne oder 500 XP. Da kommen wir zu den letzten 3 schweren Challenges. Und zwar haben wir hier Suche zwischen Kinoleinwänden. Das ist eine Sucheaufgabe, wo ihr wieder einen Stern suchen müsst und den wieder einsammeln müsst. Und ja, ich glaube, die wird nicht so schwer. Wie schon gesagt, gibt es immer eine Person, die das liegt. Beziehungsweise es gibt viele Webseiten, die das hier dann schon vorab zeigen, wo der Stern sein könnte. Und ja, auf jeden Fall wird wahrscheinlich dieser Stern Richtung Mosty Meyer, glaube ich, auch gehen. Da die Kinoleinwänden, das sind ja mehrere, eher in Mosty Meyer viele sind. Und ja, deshalb glaube ich, dass es eher in diesem Bereich sein wird. Es kann aber natürlich auch sein, dass es woanders sein wird. Das kann ich jetzt noch nicht vorhersagen. Und ja, wenn ihr diesen Stern gesucht und ein bisschen eingesammelt habt, bekommt ihr 10 Sterne bzw. 1000 XP. Da kommen wir zu den letzten 2 schweren Aufgaben. Und zwar haben wir nochmal die Shotgun-Eliminierungen. Und zwar müsst ihr hier bei dieser Challenge 4 Gegner mit einer Shotgun eliminieren. Ist glaube ich auch nicht so schwer. Es gibt viele verschiedene Arten von Shotguns. Wir haben die taktische, wir haben auch die normale Shot bzw. Pumpgun und wir haben natürlich auch die schwere Pump und so weiter, Leute. Und ich glaube, das wird auch nicht so schwer, weil 4 Gegner sind relativ wenig. Und ja, falls ihr die 4 Gegner getötet habt, bekommt ihr 10 Sterne bzw. 1000 XP. Wir kommen jetzt zur heutigen letzten Aufgabe, die letzte Aufgabe von der Woche 9. Und zwar müssen wir hier Gegner in Anarchy Egg Quest ja, eliminieren. Und zwar müsst ihr ja 3 Gegner eliminieren. Ich glaube, ich auch nicht so schwer in Anarchy Egg Quest. Es sind immer relativ viele Spieler, wenn der Booster direkt vorbeifliegt. Und in meinen Augen auch ein relativ geiler Ort. Man kann auch gut Loot finden. Und ja, deshalb würde ich sagen, die Challenge ist auch nicht so schwer. Und wenn ihr diese geschafft habt, beziehungsweise wenn ihr 3 Gegner getötet habt, dann bekommt ihr 10 Sterne, beziehungsweise 1000 EP. Und ja, das war es auf jeden Fall wieder mit den wöchentlichen ja, Aufgaben von der Woche 9.
Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall jetzt noch ein Like, eine positive Bewertung und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr freuen. Und ja, ich würde mal sagen, ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Sonntag, morgen bis Mittag. Haut rein, ciao, Leute. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice.